RE 81 29 3 Bremen Hauptbahnhof Wilhelmshaven. 12:24 Uhr fahren Sie diesen Personenzug von Bremen Hauptbahnhof nach Oldenburg Hauptbahnhof. Fahrzeug Baureihe 612 DB. 100 Tonnen. Zuggewicht ein zweiteiliger Zugverband und eine Zuglänge von 48,9 Metern. Und damit herzlich willkommen zurück in Schweinsumwirt 3 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Und wie angekündigt und versprochen, geht es nochmal zurück auf die deutsche Strecke Bremen-Oldenburg. Und wir machen eine Fahrt mit der Baureihe 612 von Bremen nach Oldenburg. Auf dieser Strecke können wir das Fahrzeug im Fahrplanmodus fahren. Voraussetzung ist, dass ihr neben der Strecke Bremen-Oldenburg auch die Strecke Tharandt-Rampe besitzt, also die Strecke von Dresden nach Chemnitz. Denn dann habt ihr die Möglichkeit, wenn beide auch installiert sind, mit diesem Fahrzeug hier Fahrplanfahrten zu machen. Ein kleiner Vorteil heute ist anhand dieser Fahrt, dass wir möglicherweise die Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometer ausfahren können. Stellen jetzt hier die Spitzenlichter ein, Richtungswender ist eingesteckt. Dann machen wir den Bremsschlüssel. Müssen wir mal gucken, wo der ist. Bremsschlüssel einstecken und dann muss der natürlich eingeschalten werden, damit auch die Bremsen hier korrekt funktionieren. So, als nächstes müssen wir dann die PZB und die SIFA einschalten, die wir nutzen wollen. Anschließend noch den Netzschalter einschalten. Die Neigetechnik GST, die lassen wir ausgeschalten. Ich glaube, das ist wirklich so, auf Strecken, wo keine Neigetechnik ist, dann ist die auch in den Fahrzeugen ausgeschaltet. Denn ja, zwischen Bremen und Oldenburg, da gibt es ja jetzt nicht das bogenschnelle Fahren. Trotzdem können wir möglicherweise bis zu 160 Stundenkilometer schnell fahren. Das werden wir ja sehen, ob das wirklich klappt. Auf jeden Fall auch ein Teil des Fahrplanszenarios, ihr seht, wir stehen gar nicht in Bremen am Hauptbahnhof, sondern wir stehen vor dem Bremer Bahnhof. Das heißt, wir müssen erst einmal unser Fahrzeug hier bereitstellen im Bremer Hauptbahnhof, bevor wir dann überhaupt die Fahrt beginnen können. Finde ich ganz toll, dass auch solche Sachen jetzt in den Fahrplanszenarien einbezogen werden und jetzt nicht in einem extra Fahrplanszenario gemacht werden müssen. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Also ich finde, das bereichert das ganze Spielerlebnis nochmal. So, jetzt kommt hier ein Zug entgegen. Ihr seht aber Ausfahrsignal bei uns zeigt noch immer Halt. Ah, jetzt können wir die Bremse lösen. Dann lösen wir die Bremse. Und dann können wir mit der Einfahrt in den Bremer Hauptbahnhof beginnen. So, und zwar jetzt werden wir in den Bremer Hauptbahnhof einfahren. Ich glaube, Höchstgeschwindigkeit hier bei der Rangierfahrt, das sind dann maximal 25 Stundenkilometer, meine ich zu wissen. 20, 25. So, also, dann rollen wir in Richtung Bremer Hauptbahnhof. Wir haben ja auch mehr als genug Zeit, den Zug dort zum Halten zu bringen. Das heißt, wir müssen jetzt auch richtig testen. Ja, hier drüben, das war halt der Güterzug, der auch so ein bisschen der Grund ist, dass wir eben jetzt hier noch warten mussten auf die Einfahrt. Aber ihr seht, wir haben ja mehr als genug Zeit, hier in den Hauptbahnhof einzufahren. Ja, die Strecke Bremen-Oldenburg, die sind wir ja schon rauf und runter abgefahren, vor allem im Fahrplanmodus, aber auch ein oder zwei Szenarien haben wir gespielt. Es gab vor Weihnachten 2022 noch einige Updates für diese schöne Strecke, die eben nochmal ein paar Dinge verbessert haben, vor allem an den Fahrzeugen der Baureihe 110 und den N-Wagen. Also da wurde noch fleißig Hand angelegt, bis letzten Endes eben hier die Strecke auf einen besseren Stand gekommen ist. So, dann halten wir also hier einmal an in Bremen am Gleis 3. Ja, am Vorbild fahren dort natürlich keine Baureihe 612, sondern da fährt dort, glaube ich, auf den Dieselstrecken der Lind der Nordwestbahn. Das Fahrzeug gibt es aber noch nicht, von daher hat man sich hier einfach im Fahrplanmodus eben dieses Fahrzeug hier genommen. Finde, es ist besser als gar keine Fahrten. So, jetzt haben wir hier einen Aufenthalt von gute 3 Minuten. Zugziel, das lassen wir jetzt einfach mal ausgeschalten. Wir haben, glaube ich, hier beim Fahrzeug sowieso nicht die richtigen Zugziele mit eingebaut. Von daher, ja, ist das jetzt eigentlich nicht das Problem. Was ich mir noch wünschen würde für die Strecke, mit diesem Doppelstockzügen, die sind ja auch beim RE1 Hannover-Nürtech-Mole unterwegs, dass man vielleicht mit diesen hier noch die Möglichkeit einführt, Fahrplanfahrten zu machen. Das wäre natürlich interessant. Also unser Zug hat eine relativ etwas längere Strecke vor sich. Ihr seht ja, der soll nach Wilhelmshaven. Wir fahren das Teilstück bis nach Oldenburg. Und von da aus würde er dann, glaube ich, noch eine Stunde weiter in Richtung Wilhelmshaven fahren. Der letzte Abschnitt ist ja hier nicht enthalten. Gut, also dann sind wir
Ja, soweit abfahrbereit. Wir können natürlich die Zeit nutzen und uns nochmal hier im Fahrzeug so ein bisschen umschauen. Hier nochmal in der Baureihe 612. Hier sehen wir den Bereich der ersten Klasse. Der erste Fahrgast ist schon eingestiegen. Guten Tag. So, hier, wenn ihr mal zuhört, ich kenne das Fahrzeug auch im Vorbild als Fahrgast. Ich muss sagen, also allein diese Geräusche der Türen und alles, also das hat man hier schon richtig wiedergegeben. Hier war früher mal ein Erste-Klasse-Abteil. Das ist jetzt mittlerweile das Familienabteil. Und hier beginnt dann der Bereich der zweiten Klasse. Aber ihr seht aktuell kaum einen Fahrgast, der jetzt hier mittags im Winter nach Wilhelmshaven möchte. Also relativ wenig hier zu sehen. Hier sehen wir die Mehrzweckabteile. Also wie gesagt, die Entwickler, das Fahrzeug ist glaube ich in Zusammenarbeit mit TSG Trains in Germany entstanden. Und hier sehen wir, dass hier wieder sehr viel Wert auf Details gelegt wurde, wie eben diese Markierungen hier, dass der Gang freizuhalten ist. Das ist ja immer ganz besonders. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen nach der Zeit auch überschauen. Hier sehen wir auch nochmal den Bereich der zweiten Klasse und da hinten wiederum Bereich der zweiten Klasse, was eben früher auch mal erste Klasse gewesen ist. Das hat man ja alles irgendwann mal etwas reduziert, diese Abschnitte. Hier war, glaube ich, immer zweite Klasse, aber davon, wo wir gewesen sind, da war zweite und erste Klasse. Und da ist jetzt ein Teil eben das Familienabteil geworden und der Vordere ist erste Klasse geblieben. Das gab es ja bei ganz vielen Regionalzügen, dass dort einfach irgendwann mal die erste Klasse Abteile einfach reduziert wurden, weil das ja eben die wenigsten Fahrgäste sind, die das wirklich nutzen. Und da hat man das irgendwann mal eben, ja, downgegradet, sage ich jetzt mal. So, wir nehmen aber erstmal wieder hier Platz in unserem Fahrzeug. Wir sollen jetzt warten, noch wenige Sekunden bis zur Abfahrt unseres Zuges. Um 12:31 Uhr in Richtung Wilhelmshaven. Wir können das ja ganz ja schon mal hier alle verriegeln. Alle verriegeln müssen wir einstellen. Genau, alle verriegeln. So, das müssen wir dann aber per Knopfdruck bestätigen. So. Ja, hier drüben stehen auch hier die neuen N-Wagen. Ja, so wie dass es jetzt die letzten beiden Tage kein Video gab, um den Jahreswechsel herum, aber ich hatte es ja auch angekündigt. Ich hatte da auch privat auch einiges um die Ohren und wenn meine Stimme so ein bisschen beschlagen klingt, dann liegt das daran, dass ich auch leider jetzt noch leicht erkältet bin, aber ich habe trotzdem vor, soweit das möglich ist, euch halt mit Content zu versorgen. Ich hatte auch angekündigt, dass euch auch einige neue Projekte in diesem Jahr erwarten. Und da ist ja auch einiges schon angekündigt, was es so geben soll. Teilweise kennt ihr die Spiele schon, teilweise soll aber auch hier und da ein bisschen was Neues kommen. Also seid da einfach mal gespannt. So, jetzt gehen die Türen zu. Jawohl. Und dann kann es losgehen in Richtung, ja, Delmenhorst, unser erster Halt. Und ich bin sehr gespannt. Und ich bin natürlich wieder sehr durcheinander, was ich hier wieder mache. Ja, mit angezogener Bremse anfahren ist immer eine schlechte Idee. Erstmal aus dieser restriktiven Überwachung befreien. Jawohl, das haben wir geschafft. So, hier sind jetzt 40 erlaubt. Und dann gucken wir mal, dass wir den Zug auf die 40 bringen. Erstmal aus dieser restriktiven Überwachung jetzt hier befreien. Das hat funktioniert. Ja, und bei dem Fahrzeug, das ist ein bisschen anders zu steuern. Wir können ja nur eben die Stufe bestimmen, mit der wir die Geschwindigkeit regeln. Und wenn wir den Regler zurücknehmen, dann nehmen wir den immer komplett zurück. Das heißt, ich werde jetzt hier mal gucken, ob wir vielleicht Stufe 1 hier nehmen. So, okay. Also, wir verlassen den Bremer Hauptbahnhof. Jetzt erst einmal in Richtung Bremen-Neustadt. Wie gesagt, als Regionalexpress halten wir nur an zwei Bahnhöfen. Einmal in Delmenhorst und dann in Uhde. Also die beiden Bahnhöfe, wo eben auch Abzweige sind. So. So, machen wir das Ganze erstmal aus. Noch dazu sind wir unter PZB-Beeinflussung. Da sollten wir jetzt auch nicht unbedingt schneller sein als erlaubt. Und lassen den Zug erst einmal hier über das Vorfeld vom Bremer Hauptbahnhof rollen, bevor es jetzt gleich über die Weser geht. So, in gut 8 Minuten sollen wir dann schon in Delmenhorst am Gleis 3 eintreffen. Nach Delmenhorst, das ist ja einer, so in etwa ein Drittel dieser Strecke, was wir jetzt hier abfahren. So, wieder die Siefahrt zurücksetzen. So, jetzt können wir uns hier erstmal befreien. Aber hier wird dann wiederum eine 60 vorsignalisiert, die auch wiederum quittiert werden möchte. Gut. Ja, finde ich auf jeden Fall toll. Und das ist ja das, was ich immer so gemeint habe zu diesem DLC,
dass eben hier diese Vielseitigkeit gegeben ist. Die Strecke ist, wie gesagt, die wird ja eher, wenn man das sich das Ganze mal auf Steam so durchliest, die Bewertungen, wird ja die, steht ja die Strecke eher in der Kritik. Und kritisiert wird, ob man das ja, ob das nun zu Recht ist oder nicht. Da kann halt jeder seine eigene Meinung haben. Kritisiert ja, wird ja vor allem, dass die Strecke eben recht kurz ist, mit nur 44 Kilometern. Wie gesagt, die letzte deutsche Strecke hatte 186 Kilometer, führte aber über weite Teile eben auch durch Tunnel. Das war ja Kassel-Würzburg und diese hat halt 44 Kilometer, dafür aber auch mehr Bahnhöfe. Aber zum Ausgleich dafür gibt es eben halt die neuen Fahrzeuge mit der Baureihe 100, mit der Baureihe 110, sowie die eben sehr viele Fahrplanfahrten, also dass wir eben auch dieses Fahrzeug hier fahren können. Wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, meiner Meinung nach. Also da hat man sich schon überlegt, wie kann man das Ganze wieder ausgleichen, dass trotzdem sehr viel Spielspaß hier erhalten bleibt. Und ich finde, da hat man hier einen sehr guten Kompromiss gefunden. So, jetzt geht es hier gerade über die Weser. Können wir hier rausschauen. War auch schon sehr viel überquert, diese Brücke von die Bremer Neustadt. Und da können wir dann hinter dem Bahnhof Bremen Neustadt, der ja hier lediglich ein Inselbahnsteig ist, gleich eben hier auf 120 beschleunigen. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das heute wirklich schaffen. Hat der hinten die falschen Lichter an? Okay. Spitzensignale? Wieso hat der hinten den Spitzensignal an? Na egal. Muss man nicht alles verstehen. So, hier kommt uns auch ein Regionalexpress oder Regionalbahn entgegen. Es gibt auch die Möglichkeit, dieses Fahrzeug auf anderen Strecken zu fahren. Also auf anderen Abschnitten. Ihr müsst dann halt nicht immer den kompletten Abschnitt Oldenburg-Bremen fahren. Ihr könnt das auch zwischen Delmenhorst und Bremen oder zwischen Hude und Bremen übernehmen, wenn euch dieser Abschnitt jetzt zu lang ist. So, jetzt also volle Power mit diesem Fahrzeug. Jetzt haben wir ein kleines Lag. Es liegt daran, dass ich dynamisches Wetter eingestellt habe und das Ganze sich jetzt hier auch eben zusammenzieht. Und bei diesen neuen Wolken, volumetrischen Wolken, da kommt auch mein System bezüglich Grafikkarte so leicht an die Grenze. Das ist halt, wenn man auch die höchsten Einstellungen eingestellt hat und dann auch noch Bildschirmskalierung nutzt, da kann das schon mal passieren. Und ja, ich bin da so am Überlegen, ob es vielleicht dieses Jahr nach 5 Jahren mal wieder ein neues System geben wird. Aber das wird sich zeigen, wie sich das Ganze eben auch in den restlichen Projekten auswirkt. So, jetzt ja, jetzt haben wir hier die Scheibenwischer unregelmäßig. So, müssen wir noch weiter einstellen. So, langsam. Langsam reicht jetzt hier. Jetzt haben wir nämlich einen leichten Regen. Und jetzt geht's los. Ich bin sehr gespannt, ob wir dieses Fahrzeug wirklich auf 160 jetzt drücken können. Ich glaube, die Regelgeschwindigkeit für die Lind-Fahrzeuge hier dürfte logischerweise 120 sein. Der Lind darf ja nicht schneller als 120 fahren. So, als Jahreszeit habe ich hier Winter eingestellt, aber ohne Schnee, so wie ja der Winter aktuell ist. Also in meiner Region ist der Winter gerade extrem mild. Also Silvester waren es, glaube ich, 15 oder 16 Grad gewesen. Aber das Ganze soll sich ja wohl ab Mittwoch wieder ändern, dass da das nächste Tief kommt und es dann logischerweise wieder kälter wird. So, 6,12 Kilometer gefahren mit dem Fahrzeug. Okay. Ist einfach mein Profil gelöscht oder was? Ich weiß es gerade nicht. Weil normalerweise sind wir da. Ach so, stimmt, wir sind noch nie in Schweins im Wirt 3 dieses Fahrzeug gefahren. Deswegen. Okay, dann ist das natürlich logisch, dass wir jetzt diese Errungenschaft kriegen, weil ich habe ja mein altes Profil nicht übernommen, sondern ich habe komplett nochmal neu angefangen mit TSW 3. Achso, ja, diesen Skulpturenpark für Bremen, was auch so ein Dings ist, das haben wir auch freigeschaltet. So, jetzt 154. Das könnte wirklich klappen. Jetzt hier mit der Höchstgeschwindigkeit 156. 157, 58. Und schaffen wir das Ganze? Jetzt muss ich aber auch ein bisschen schon zurückgehen. 160. Ja, und damit hatten wir die 160 erreicht. So, aber nochmal gucken, dass wir weiter beschleunigen, dass wir diese Geschwindigkeit auch halten. Dass es schon wieder bergauf geht. So, das ist halt die kleine Schwierigkeit bei diesem Fahrzeug. Ne? Wo ist der richtige Punkt? 108, wir müssen wirklich auf Stufe 10 anscheinend bleiben. Okay. Jetzt kriegt es recht die erste Geschwindigkeit. Aber wir haben es erreicht. Wir haben tatsächlich mal die 160 mit dem Fahrzeug ausgefahren. Geile Sache, oder? Findet ihr nicht? Wir sehen es gleich nochmal. Kurz vor Delmenhorst.
Ich gewusst, dass das nur dieser kurze Abschnitt ist, dann hätte ich mir nicht so eine lange Fahrt ausgesucht. Ja, ich hatte einen ziemlichen Husten erwischt im Hals. Schlimm, schlimm alles. Ich hoffe, dass aber ihr gesund seid. So, jetzt ist glaube ich sogar ein leichter Schneeregen oder was wir jetzt hier gerade haben. Schön gegenbeschleunigen. 3,7 Kilometer noch bis nach Delmenhorst. Ich glaube aber, dass diese Geschwindigkeitsreduzierung vorher schon kommt. 1, 2, so. Auf 8. Erst bei 9 beschleunigt da wieder, okay. Aber das müsste ja dann logischerweise auch ausreichend sein. Also gar nicht mehr so einfach, diese 160 hier zu halten mit dem Fahrzeug. So, 2,5 Kilometer sind es noch. Bis nach Delmenhorst, da sollen wir in gut 2 Minuten ankommen. Also der Fahrplan ist anscheinend auch wirklich schon darauf angepasst, dass man wirklich diese 160 ja auch ausfährt, was wir jetzt leider nicht immer getan haben. Okay, komm vorher. So, jetzt geht's erstmal zurück. Da müssen wir auch schon mal in die Bremsen gehen. Wir sind nämlich relativ zügig jetzt hier unterwegs. Also da muss man relativ gucken, wie sehr geht man jetzt in die Eisen. Deswegen gehe ich jetzt schon auf Stufe 3. Auch wenn das noch über einen Kilometer weg ist. Aber ich bin das Fahrzeug auch schon länger nicht mehr gefahren. Und von daher muss man da lieber ein bisschen früher gebremst, als zu spät. Ja, auf jeden Fall tolle Sache, dass es hier die Möglichkeit gibt, dieses Fahrzeug wirklich mal die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges hier auszufahren. Das ist eine richtig tolle Sache. Und deswegen schon finde ich das schon sinnvoll, dass man den hier eben entsprechend anwählen kann im Fahrplanmodus. Natürlich lässt sich das auch über den Szenarioplaner lösen, aber Fahrplanmodus ist halt dann doch für die meisten, die TSW 3 spielen, doch etwas bequemer, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, plötzlicher Wintereinbruch hier in Bremen auf jeden Fall. Ja, dann hätten wir auch eine einfache Fahrt nur bis hierher nehmen können. Hätte ich das gewusst, dass man das auch, dass der Abschnitt schon reicht. Das ist halt der Nachteil, wenn wir das Ganze eben vorher nicht mal Probe spielt. So, 1,5 Minuten haben wir Aufenthalt, dann geht es gleich weiter nach Hude. So. Nun gut. Nun gut. Ja, genau. Wann sollen wir denn in Hude sein? Das ist auch. Oh, das ist richtig knappe Fahrzeiten hier zum Teil. Aber dafür relativ lange Aufenthaltszeiten an den Bahnhöfen, um vielleicht eventuelle Verspätungen wieder aufzuholen. Gut. Und da kommt uns eine Baureihe 625 entgegen. Mit denen ist, die ist ja hier dabei enthalten bei diesem DLC. Und eben können eben die ganzen Regionalbahn- und S-Bahn-Leistungen übernommen werden. So, jetzt müssen wir nochmal hinten am Zug gucken, was uns ja schon mal aufgefallen war. Ja, es sind tatsächlich die Spitzenlichter, da heißt, die hätten wir hinten wahrscheinlich ausschalten müssen. Nein. Aber ist doch richtig eingestellt, ne? Ist doch korrekt eingestellt. Da müssten wir jetzt nochmal nach hinten hetzen, dafür ist es aber schon zu spät. Gut, dann sind alle eingestiegen und wir dürfen die Türen verriegeln. Dann die Bremse lösen und uns schließlich auf den Weg in Richtung Hude machen. Das ist wieder 13 Kilometer entfernt, also wir halten in etwa an jedem Drittel hier der Strecke, so wie das Ganze aussieht. Ja, und schaut euch mal an, wie krass dieser Wintereinbruch hier gerade ist. Das ist auch so ein neues Feature hier von Transamworld 3. Und diese Strecke ist ja die erste neue deutsche Strecke nach Kassel-Würzburg. Und da seht ihr auch, dass diese Schneedecke langsam immer weiter hier steigt auf den Gleisen. Also wir werden das nicht erleben, dass da alles links und rechts der Schienen dann komplett weiß ist, weil dafür ist die Fahrt zu kurz. Aber das könnte man durchaus bei so einer amerikanischen Güterzugstrecke erleben. Es sei denn, wir würden jetzt hier rauf und runter fahren, dann ist es was anderes. Aber wir sehen, wie immer weiter die Schneedecke wächst. Das ist gut zu erkennen. Das gab es bei den anderen auch, dass die Welt dann weiß wird. Aber da gab es das nicht so, dass die Schneedecke noch unterschiedliche Höhen hat. Und dann soll es noch im jetzt wird ja jetzt im Januar sicherlich, es wird diese Woche wird es nicht sein, aber wahrscheinlich in der kommenden Woche dann die erste Roadmap für 2023 geben.
Und da soll wohl in diesem Artikel unter anderem auch etwas dazu gesagt werden, ob es möglich sein wird, die alten Strecken auf den neuen TSW3-Stand zu bringen, sprich diese neuen TSW3-Features, Beleuchtung, System und so weiter. Und das soll wohl bei einigen älteren Strecken geprüft werden, ob man diese dann wohl auf den Stand bringen kann. Und soweit mir das jemand von euch mal geschrieben hat, ich muss dazu sagen, bei den Livestreams von Dovetail Games in der Regel bin ich da nicht dabei. Aber viele von euch gucken sich wirklich diese Livestreams von DTG an, von Anfang bis Ende. Und da hat aber auch jemand gesagt, da hieß es gleich, naja, wenn das kommt, dann nicht für alle Strecken, sondern dann nur für ausgewählte Strecken. Das werden dann höchstwahrscheinlich die Strecken sein, meiner Meinung nach, die eben den besten Umsatz gemacht haben oder die am beliebtesten sind oder am meisten gekauft wurden. Also da weiß ich nicht, bei den deutschen Strecken beispielsweise dürfte es ja dann wohl Nahverkehr Dresden beispielsweise sein. Vielleicht, welche deutsche ist noch beliebt? Also Nahverkehr Dresden war ja eine der beliebtesten Strecken. Man sieht es ja auch an den Aufrufen, wer sich dafür so interessiert und wer nicht. Ja, und vielleicht noch die beliebten englischen Strecken, keine Ahnung. Aber ich bin sehr gespannt auf die nächste Roadmap. Wie gesagt, ich gehe davon aus, nächste Woche, sobald es da nähere Informationen gibt mit Termin und so weiter, dann gibt es natürlich, wie ihr das hier gewohnt seid, auf diesem Kanal auch ein Infovideo dazu. Während wir hier durch das weiße Norddeutschland sausen. So, jetzt geht es ja auch noch bergab. So relativ deutlich bergab, obwohl es ja eigentlich ja kaum Höhenunterschiede gibt. Wie gesagt, ja, das ist ja nicht so schwierig zu fahren wie beispielsweise die Tharandter Rampe. Tharandter Rampe ist ja dann schon ein bisschen anders, was das Fahren darauf angeht. So, welchen müssen wir jetzt hier wieder anwählen? Das ist halt das Problem, ne? Der setzt sich alleine zurück. Du kannst da zwar gegensteuern, aber das macht es halt ein bisschen ein leicht anspruchsvoller zu fahren. Das ist es ja hier bei dieser Strecke. Frage ist, beschleunigt er bei der Stufe 8 schon? Nein, tut er doch, tut er ganz leicht. Okay, dann ist das vielleicht die ideale Stufe, oder? Jetzt hat er leicht gegengesteuert, jetzt geht es natürlich dann noch bergauf. Muss man immer so ein bisschen gucken, findet man hier die ideale Stufe oder nicht. Man kann zum Beispiel nicht von 10 auf 8 zurückstellen, dann nullt er sich immer komplett. Ja, 8 scheint, wenn wir 160 fahren wollen, scheint 8 hier so die etwas perfekte Stufe zu sein. Genau, ja, so bei 9 war es dann fast schon wieder zu viel. Wir werden es ja gleich sehen. So, 7, knapp 6,8 Kilometer sind es jetzt noch bis nach Hude. Können wir richtig schön ausfahren. Und schaut mal, wie krass und schnell die Schneedecke jetzt hier steigt. Kriegen wir es doch noch zu sehen bei den Gleisen, wie extrem hoch jetzt auf einmal hier die Schneedecke geworden ist bei den Gleisen. Also hier ist so eine Fahrt. Wetter, wie gesagt, ich lasse das immer auf dynamisch stehen. Okay, er geht... Ah, nee, ja, wollte gerade sagen, er geht halt nicht komplett zurück. Das ist es ja hier. So, wenn wir gleich durch den nächsten Bahnhof sausen. Jetzt können wir nochmal gucken, ob er da wieder hier auf 8 hochgesetzt ist. Das braucht es halt eben. So, vielleicht kann er die 157 halten. Aber wie gesagt, trotzdem ist das Fahrzeug im Vergleich zu manchen anderen Fahrzeugen sehr, sehr einfach zu fahren. Ja, also es gibt keine Position, die 160 zu halten, okay. So. Na dann. Und jetzt sind wir wieder zu schnell. Jetzt wiederum nicht mehr. Na, es passt. Jetzt passt es ja perfekt mit der 160. Jetzt passt es ja wirklich perfekt. Jetzt noch wieder die Frage, die 120 bei Hude, kommt die vor oder nach dem Bahnsteig? So wie es aktuell aussieht, erst nach dem Halt. Das ist immerhin schon gut. Also es ist anscheinend leichter von hier in Richtung Oldenburg zu fahren, als in die andere Richtung. So kam uns sogar wieder ein Nahverkehrszug entgegen. Das ist ja auch der Abschnitt, so Oldenburg-Bremen ist ja auch der Abschnitt, wo wirklich so mit der meiste Zugverkehr auf der Strecke stattfindet. So, okay. So, dann nehmen wir das Ganze zurück. Okay, jetzt wird hier die 120 signalisiert. Das heißt, wir müssen so oder so die Geschwindigkeit erstmal hier zurücknehmen.
da wir sonst auch eine Zwangsbremsung bekommen können. Deswegen lassen wir den Zug hier zurück auf 120 runter. Und hier drüben steht ein Güterzug. Auch diese Lokomotive ist zumindest in der Pressnitz-Talbahn-Lackierung hier enthalten. Die 155. Aber ihr seht ja auch viele Fahrzeuge, die nicht im DLC enthalten sind. Das hängt damit zusammen, dass ich eben im Besitz aller deutschen TSW drei Strecken bin. Und dadurch eben... Es ist einfach dadurch, dass die Strecken ins Besitz und installiert sind, zumindest auf der PC-Version. Da seht ihr hier eben sehr viele Züge, die im Fahrplanmodus unterwegs sind, gefahren werden können. Ich glaube, bei den Konsolen gibt es da einen leichten Unterschied zwischen PS4 und PS5. Also gerade diese Konsolen der 8. Generation, weil die einfach noch nicht so viel schaffen wie jetzt die Konsolen der 9. Generation. Deswegen gibt es dort, glaube ich, nicht ganz so viel KI-Verkehr. Und auch was ein Riesenthema ist für die PlayStation 3... für die PlayStation 5, das ist natürlich der Add-on-Manager. So, wir sind 3 Minuten zu früh da, da hätten wir gar nicht so hetzen müssen. Also sehr, sehr großzügiger Fahrplan. Schaut mal, was hier für ein Schneesturm runterkommt. Jetzt sind hier die kompletten Gleise auf dieser kurzen, während dieser kurzen Fahrt sind diese kompletten Gleise hier verschneit. Also finde ich auch ein schönes Szenario, bei Sonne gestartet und auf einmal haben wir hier einen riesen Wintereinbruch. Habe ich aber auch schon sowas erlebt. Wenn du so einen richtigen Schneesturm hast, da kannst du gar nicht gucken, wie weiß das dann überall ist. Und ja, Entschuldigung, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich bin leicht erkältet. Ja, dann stehen wir hier in... Achso, wir wollten ja hinten das... das können wir ja machen jetzt in der Zeit. Können hier... Ach, wisst ihr was, dann gehen wir mal außen lang. Gehen wir mal außen lang. Können wir mal gucken, ob es hier noch eine Streckenkarte gibt. Und zwar wollte ich jetzt hier... da einsteigen und hier hinten mal die Schlusslichter einschalten, die ja hier falsch eingestellt sind. Und zwar, nee, ist auf Hecklichter, ne? Oder muss der auf nicht verwendet? Hm. Wir können uns das Ganze ja nochmal anschauen. Ne, jetzt sind sie komplett aus, das ist gut. Komplett aus, denn es ist gut. Dann machen wir das Ganze nochmal. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Hecklichter. Gut, dann ist das ja prinzipiell korrekt eingestellt. So. Ja, und da sehen wir, dass wir hier... ist das leicht rot. Also wenn, dann ist das Rot ein bisschen zu hell. Hm. Gut, dann aber erstmal wieder zurück zum Führerstand. Damit wir die Fahrt wieder fortsetzen können, nachdem wir uns schön nass gemacht haben hier im Schnee. So, zweiter Fahrgastklasse. Schade, dass man hier nicht die Fahrkarten kontrollieren kann. So optional, wisst ihr, wie das auch im Bus-Simulator der Fall ist. So, Bremse können wir schon mal ein Stück zurücknehmen. Das kann auf alle Vorriegeln gestellt werden. Damit wir direkt abfahrbereit sind und dann die letzte Etappe ja auch antreten können in Richtung Oldenburg. Ja, übrigens, wie gesagt, eine Hecketechnik habe ich ausgelassen. Ich glaube, die wird halt nur aktiviert, wenn du wirklich auf Strecken unterwegs bist, wo die eben für bogenschnelles Fahren ausgebaut sind. Das ist ja, glaube ich, hier nicht der Fall auf dieser Strecke. Also, 10 Sekunden noch, bis wir die Türen schließen müssen. Das müssen wir wirklich haargenau machen. Ansonsten, wenn wir die vorher schließen... Also, beziehungsweise, man muss halt diesen Knopf dann eben nochmal drücken. Damit TSW 3 das dann auch merkt. Ja, und dann können wir die Bremse lösen. Und uns auf die letzten 16 Kilometer in Richtung Oldenburg begeben. Da können wir gleich super beschleunigen. Also das Fahrzeug hat echt, wenn man das wirklich hochdreht, vor allem wir können es eben auch hier auf das Maximum hochdrehen, ohne dass wir jetzt hier Radschlupf oder sowas haben. Weil sich das, glaube ich, da selber mit der Leistung ganz gut anpasst. Ist für mich eines der besten Dieselfahrzeuge, also wenn nicht sogar eines der besten Fahrzeuge hier in Train Simulator 3 und auch schon im Vorgängerspiel, war es für mich mit eines der besten Fahrzeuge, was es für dieses Spiel gibt. Das gleich so bei der Beschleunigung lassen können. 500 Metern geht es auf höher, vielleicht klappt das, so wie bei der letzten. Also von in Richtung unten ist die Fahrt dann nochmal
so ein bisschen entspannter als in Richtung Süden. In Richtung Süden musst du ja aber vor den Bahnhöfen schon auf 120 runter. Ja, wie gesagt, fahren können wir ja alle möglichen Züge, wenn wir die anderen Strecken eben im Besitz haben. Gibt es halt dann eben die Möglichkeit, hier den ICE zu fahren, den ICE1 kurz, wo man so eine Ersatzleistung für ICE2 hat. Auch eine einzelne Lok kommt hier uns entgegen, auch eine tolle Sache. Oder dann gibt es auch die Möglichkeit, eben mit dem oder mit dem Intercity zu fahren oder halt viele verschiedene Güterzugloks. Es gibt eben auch mit der Baureihe, mit dieser kleinen Diesellok hier, der V60, könnt ihr auch einige Rangierarbeiten hier machen. Also es ist jede Menge da. Also auch eine Besonderheit, die Oldenburger Klappbrücke, über die werden wir jetzt gleich fahren. Die habe ich euch ja auch mal gezeigt, dass die, glaube ich, alle 2 Stunden hochgeklappt wird. Kann man sich auch anschauen. Da gibt es noch ein Video von mir dazu. Ja, ansonsten habe ich auch noch ein paar Fahrten mir schon ausgedacht, was wir noch so auf den anderen deutschen Strecken für TSW3 machen können. Da habe ich auch schon einige Gedanken. Seid auch da einfach mal gespannt, was da so auf euch zukommt. Was euch da so erwartet in den nächsten Tagen und Wochen. Und wie versprochen natürlich auch Train Simulator Classic wird wieder Einzug hier auf diesem Kanal erhalten. Das Spiel kam ja im letzten Jahr so ein bisschen zu kurz. Da gab es mal hier und da ein Video, aber ansonsten kam das ja ein bisschen zu kurz. Da. Und dann wird es noch einen anderen Eisenbahnsimulator geben, wo jetzt auch eine neue deutsche Strecke dafür herauskommt. Da seid einfach mal gespannt, was euch da erwartet. Ich denke mal, mit dem Eisenbahnsimulator, da rechnet keiner. Und es ist nicht Simrail, es ist nicht Simrail und es ist auch nicht Susi. So viel kann ich euch schon mal sagen, es ist nicht Simrail und es ist auch nicht Susi. Also seid gespannt, was euch da erwartet. So, jetzt auf einmal wieder schönes Wetter, der Schneefall hört auf, das ist schon mal gut. So, wo es bergab geht, verliert der Zug an Geschwindigkeit, okay. Diese Wettereffekte hier, die sind einfach nur geil. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Was wir hier allein auf diesem kurzen Stück Richtung Oldenburg erleben. Wahnsinn, auf dieser kurzen Strecke so viele Wetterwechsel. Aber das kann wirklich sein, wenn du durch den Schnee fährst. Ich habe sowas wirklich in der Kürze der Zeit auch schon mal erlebt. Dass auf einmal kommt richtig viel Schnee runter und dann ist auf einmal wieder alles relativ normal. Mal gucken, ob der jetzt hier die Geschwindigkeit hält. In 8 Minuten sollen wir da sein. Wahrscheinlich kommen wir dann auch wieder viel zu früh an. Aber in Oldenburg selbst dürfen wir ja gar nicht so schnell in die Bahnhöfe einfahren. So. Gut. Schauen wir doch mal, ob wir das Ganze schaffen. So. Dann wartet mal einen Augenblick. So, und weiter geht es. So, also. Ja, gibt manchmal so kleine Unterbrechungen. Gehört halt eben auch dazu, aber da die eigentliche Unterbrechung ja rausgeschnitten ist, habt ihr davon nicht viel mitbekommen. Und ja, hier fahren wir jetzt, glaube ich, durch Wüsting, der letzte Halt vor Oldenburg. Sind noch 8 Kilometer bis nach Oldenburg Hauptbahnhof. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ob wir dann dort pünktlich ankommen. Bis jetzt hat das ja geklappt, aber vor Oldenburg, ich glaube, dort dürfen wir nicht so schnell in den Bahnhof reindonnern. Schaut euch das mal an, dieses Winter zur Nacht, das ist Wahnsinn. Jetzt kommt hier mal dieser Wetterwechsel auch wirklich hier mal richtig zum Vorschein, ne? Schöne Winterlandschaft, ist ein riesen Schneeschauer runtergekommen, alles ist weiß. Es ist Wahnsinn. Das ist einfach richtig toll, oder? Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt sieht man das einfach mal, ne? Eine schöne Schneedecke ist runtergekommen. Also, besser, also eindrucksvoller lässt sich das eigentlich mit den neuen Wettereffekten, meine ich, nicht mehr darstellen. Aber es ist eine richtige Masse auf einmal hier am Schnee runtergekommen. Bin gespannt, ob das Tauen hier auch dargestellt ist. Das sah bei einem Bahnübergang fast schon so aus. Ja. So, 5 Kilometer noch. Jetzt muss man aber ein bisschen auf die Signalisierung achten. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier bei 160 auf 60 oder auf irgendwas PZB quittierendes anbremsen müssen, denn das ist sehr, sehr schwierig. So, 3,5 Kilometer haben wir 60. Da müssen wir halt nur gucken, wo die vorsignalisiert wird.
jeden Fall schon, weil wir müssen ja dann auf diese Überwachungsgeschwindigkeit natürlich erstmal runterkommen, auf diese Überwachungskurve einhalten. Und mit 160 auf 85 ist das meist sehr, sehr schwierig. Deswegen muss man dann ein bisschen früher anfangen, je nachdem, wo hier der Magnet sich befindet. Ja, hier taut, glaube ich, schon wieder was an den Bahnübergängen auf. 2 Kilometer haben wir noch zu absolvieren. Ja, da werden wir dann gleich vor Oldenburg die nächste große Brücke überqueren. Das ist ja dann die Brücke über die Hunte, die eben auch an, gut, diese Klappbrücke animiert ist. Also die klappt sich hoch. Dann kannst du sehen, dass da ein Schiff durchfährt. Also hier müssen wir... Das ist das halt, was ich meinte. Also das ist das, was ich meinte. Das ist vielleicht zu schaffen. Das müssen wir jetzt gleich sehen. Ja, das ist halt immer, wenn du nicht weißt genau, wo das sich das Ganze befindet. Ich drücke nochmal jetzt hier. Okay, jetzt können wir uns schon wieder befreien. 60 ist hier erlaubt. Ach, weil das hier über diese Brücke eben, über diese besagte Brücke eben auch geht. Mal gucken, ob das Stufe 2, ja, Stufe 2 reicht ja sogar schon, den hier zu halten. Gut. Ja, haben wir es doch geschafft, von 160 auf diese 85 runter. Mal Glück gehabt. Ja, jetzt kommt die Brücke über die Hunte und danach sind wir schon in Oldenburg Hauptbahnhof in einer wunderschönen, herrlichen Winterlandschaft. So, hier wird, glaube ich, doch schon das nächste vorsignalisiert. Ja. Ja, da vorne wird sogar ein haltzeigendes Signal. Hat das kein Vorsignal oder was ist da jetzt gemeint? Warte mal, da ein haltzeigendes Signal. Das heißt ja für uns ohnehin, dann machen wir auf die 45 runter. Das ist wahrscheinlich dann schon das Signal am Bahnsteig von Oldenburg. So, hier ist diese besagte Klappbrücke, die wir uns angeschaut haben. Ist die PZB jetzt hier aktiv oder nicht? Haben wir hier ist das. Hier kommt jetzt das Vorsignal. Genau, hier ist das Vorsignal. So. Und dann heißt das, wir uns erstmal so langsam auf 45 runter. Wir haben eh 3 Minuten Zeit. Wenn ja dann im Bahnhof, glaube ich, dieser 500-Hertz-Magnet aktiv ist. Also eigentlich sogar auf 40 runter, wenn man es ganz genau sehen möchte. Ich glaube, die 45 ist dann nur so eine Toleranzgeschwindigkeit. So, perfekt. Dann können wir in Ruhe in diesem Bahnhof einfahren. Wie gesagt, dieses ganze Fahren mit dem Zugsicherungssystem, das ist ja optional in dem Spiel. Das kann man machen, wenn man das möchte. Wem das zu kompliziert ist, kein Problem. Dann lasst sie ausgeschaltet und da habt ihr ein etwas entspannteres Spielerlebnis hier in TSW 3. Also das ist optional. Das gilt für alle Fahrzeuge, die das haben. Also es gibt ja jetzt nicht nur die deutschen Systeme, es gibt ja auch die britischen und zum Teil auch die amerikanischen. So, Einfahrt hier in Oldenburg, Hauptbahnhof. Am Gleis 5. So, und da wird das der Kollege jetzt gleich übernehmen kann. Der den ganzen Zug dann hier nun nach Wilhelmshaven bringen soll. Gut, und das ist auch das einzige Bahnsteig, wo wir hier mal die Leute rechts aussteigen lassen sollen. Alles andere war links gewesen. 13:01 Uhr. Wir sind also pünktlich angekommen, überpünktlich. So. Können uns hier nochmal den Oldenburger Bahnhof beschreiben. Da sehen wir auch wieder die neue 110. So, jetzt kriegen wir eine. Jetzt kriegen wir die Auswertung unserer Fahrt. Wie lange waren wir unterwegs? Sogar 38 Minuten waren angegeben. 37 Minuten 27 haben wir gebraucht. Perfekte Spielzeit angegeben. Respekt. So. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Wir kriegen nur Silber. Wieso kriegen wir nur Silber? Geschwindigkeit haben wir, wenn überhaupt, nur geringfügig überschritten. Eher waren wir unter der Geschwindigkeit. Vielleicht so ein bisschen zu krass gebremst. Vielleicht zählt aber auch zu frühes Ankommen auch negativ. Das weiß ich nicht. Aber doch überraschend, dass wir nur Silber kriegen. Gut. Ich hoffe, diese Fahrt hat euch gefallen. Und ja, allen, die den Community-Post nicht gelesen haben, nachträglich noch ein gesundes, frohes, neues Jahr 2023. Ja, und ich hoffe, dass ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dann eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.